Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Transport Fever. Entschuldigt bitte das. Oh, am Anfang. Ich dachte erst, meine Aufnahme hat nicht funktioniert. Verwirrung. Es ist so. Ja, ich habe nämlich mit einem Hotkey die Aufnahme gestartet, mit F9. Dachte, ich bin schlau. Und dann hat es nicht funktioniert. Da dachte ich mir, scheiße. Und dann habe ich auch gesagt, dass es funktioniert. Doch, ich bin einfach nur blind. Und jetzt spielen wir los. So, mit einem wunderschönen Ruckelkonzert. Andererseits kann ich den Transport nicht verübeln, weil ich jetzt gerade. Das Spiel war schon fertig geladen. Ich war jetzt quasi 30 Minuten nicht reingetappt, weil ich kurz was gegessen habe. Bei mir gab es nämlich Grabs, genau. Bei mir gab es nämlich gerade Abendgressen. Vor allem, es war Mittagessen, nicht Abendessen. Da bin ich eigentlich verwirrt. Bei mir gab es nämlich gerade Mittagessen. Und ich hatte Transport wieder davor schon gestartet und nach einer halben Stunde einfach geladen haben, ohne irgendwas zu tun, während ich rausgetappt bin. Das mag das Spiel offenbar nicht. Nun ja, wir kommen wieder in geregelte Bahnen. Toller Wortwitz. Haha. Oho, was haben wir gelacht? Bahn. Zug. Ja, ne? Und sonst so, wie schaut's aus? Ich wollte eigentlich Züge ersetzen, da war was. Und jetzt will ich den Zug danach ersetzen, das habe ich mir ja gesagt. Naja, langsam nerven mich die Lags. Und das war jetzt gerade eine Mischung zwischen Alter und Aja und Naja. Also ein Wortneuschöpfung allererster Sahne. Nicht genug Geld ist jetzt wiederum nicht so allererste Sahne. Das muss man einfach mal ehrlicherweise zugeben. Also, gib Gas, Zug, hopp, hopp. So, der fährt auch los, wunderbar. Die sind langsam echt große Häuser, ne? Der Bus ist komplett leer. Der Bus, doch, das ist ein Bus. Natürlich ist es ein Bus. Ich bin dumm. Der Bus ist komplett leer. Also, das ist nicht so gut. Ja, Fernbus ist auch nicht so voll, ne? Fernbus 2 war am Überfüllen, das weiß ich noch. Guck mal, wie es sich inzwischen ausschaut. Ach, du Scheiße. Andererseits müssen wir uns auch die Option offen lassen der Trainbildung. Das habe ich in der letzten Folge nicht mehr ganz angeguckt. Hier haben wir einen Bus, da haben wir einen Bus. Da haben wir einen Bus, da haben wir einen Bus, da. Okay, die Idee der Trainbildung können wir ausschließen, weil die Busse gut eingetaktet sind. Scheiße. Hier ist ein kleiner Train wahrscheinlich, aber der ist schon eine Weile durch. Das müssen wir auch bedenken. Halt, Pause. Wenn ich nicht Standbild hätte, würde ich auch auf Pause drücken können. So, können wir dich ersetzen? Nein. Gut, dann machen wir weiter. Warte mal, ich will den Zug mal kurz in einem extra Fenster öffnen. Da oben. Genial. So, ne? 5,31 Millionen, alles klar. Wir sind pleite, gefühlt. Und brauchen wieder Geld. 6,1 Millionen haben nicht gereicht, das wissen wir. Folglich brauchen wir mehr als 6,1 Millionen. Diese Tram ist voll, sehr schön. 27.000 ist auch toll. Ja, jetzt muss ich das alles noch füllen irgendwie, ne? Dann hätten wir es ja schon. Wenn jetzt noch alles voll fahren würde, ich meine, gut, eigentlich fährt alles voll. Eigentlich, die Tram fuhr voll, der Fernbus 1 voll, der Fernbus 2 ist überfüllt. Um ehrlich zu sein, fuhr alles voll. Ja, okay. Aber ihr wisst, wie ich es meine. Ja, der X-Bus, der fährt nicht voll. Der ist schuld. Genau, immer einen Schuldigen suchen. Niemals die Schuld bei sich selber sehen. Dann hat man schon verloren oder so in die Richtung, ne? Auf jeden Fall, wir haben Weihnachten 1970. Was passierte da? An alle, die gute Geschichte sind, schreibt es mir bitte in die Kommentare, was passierte. Weihnachten 1970 oder allgemein im Jahr 1970. Dankeschön. Und mit diesen Informationen können wir jetzt auch weitergehen. 30. Ich stoppe. Können wir dich ersetzen? Nein, da muss ich wohl einen Kredit aufnehmen. 6,35. Ja, das haben wir ganz knapp nicht hingekriegt. Oh, doch, wir haben es hingekriegt. Ich gebe zu, das war knapp. Ja, knapp hoch 30. Aber wir haben es gekriegt, in der letzten Sekunde des Jahres unseren Zug zu ersetzen. Frage ist nur, ob das sich jetzt schon... Jawohl, er ersetzt sich jetzt auch noch hier. Das ist ja genial. Er ist sogar schon leer. Das ist ja noch genialer, wenn auch in Negativität. Ja, scheiße. Okay. Soll uns aber nicht abhalten. Wo waren wir stehen geblieben? Warum sind da so voll? Ist das der Fernbus? Ja, ne? Wahrscheinlich. Ja, genau, der Fernbus 4. Also, ach du Scheiße, was ist denn hier für ein Stau? Okay. Okay. Akzeptieren wir das einfach mal so. Wie voll sind die Fähren? 63? Also das war jetzt ein eindeutiger Neologismus für nicht gut. Die das nicht verstanden haben. So, wir kaufen mal kurz 4 Fernbusse. Auf den Fernbus 2. Einmal 2 in jede Richtung. Komm, los. Wir brauchen hier ein bisschen. Man sieht, wir brauchen hier Verstärkung, ganz eindeutig. So, der X-Bus, der fährt nicht voll, der ist komplett leer. Warum sind hier so viele. War da nicht gerade eben. Ach so. Die Busse sind einfach nur noch scheiße eingetaktet. Mal ganz freundlich gesagt. Der ist gut getaktet und der Rest nicht. Ja, okay, damit kann ich leben. Der Fernbus 3 fühlt sich auch ein bisschen, könnte man meinen. Fernbus 3 ist auch so ein Bus, den ich am ersten upgraden könnte, obwohl er fährt hier viel durch die Stadt. Vielleicht sogar erst Fernbus 2, weil der fährt wirklich über Landstraße, dauerhaft fast.
Ich muss eins erfährt, einen Altstadt, wir haben es durch die Stadt, ne? Insofern ist alles ein bisschen nicht so gut, ne? Immerhin, ich glaube in Langburg, die Tram, die hat sehr gut angeschlagen. Macht die jetzt eigentlich inzwischen Profit? Mal kurz gucken. So. Erstmal steigen sogar noch Leute aus. Also überall kommen Leute rein, jetzt gucken wir nach... Jawohl. An dem Terminal hier. Machen. Ja, okay, die Expos macht 5000 Minus, also ich bitte dich. Dafür, dass 5000 Minus war im Jahr 1920 ganz so schlecht, ne? Was macht denn der Kaubus zum Beispiel? Das will ich mal wissen. 5000 Minus macht der X-Bus, ja, und jetzt der Kaubus. Mal gucken. Ja, komm. Du machst, ja. Ja, du bist halt auf dem Nullwert, okay. Der Kaubus ist auf dem Nullwert, insofern, das ist alles voll in Ordnung. Wieso ist das Fenster eigentlich so klein? Das ist wiederum nicht in Ordnung. War es schon immer so? Ich bin verwirrt. Okay, gehen wir nochmal nach Ertrag. Der Güterzug Getreide ist ganz vorne. Was ist denn falsch mit der Welt heute? Der RE2 ist gerade abgefallen, aber gerade eben war noch bei 1,66. Also die zwei Züge battlen miteinander. Ein bisschen, wer der profitabel ist. Brot Mülheim, legendär gut dabei. Danach Fernbus 2, Fernbus 1 und danach schon Fernbus 4, interessant. Dann der Broter, Fernbus 4. Fernbus 3 war ich manchmal natürlich, okay. Fähre schwächt ab, aber okay. Das ist jetzt auch zu erwarten gewesen. Der beste Bus ist Altenberg Bus 1. Das ist interessant, weil das ganz schön wenig, wie ich finde. Also früher waren unsere Stadtbusse im Vergleich zu den anderen Linien viel stärker aufgestellt. Da haben wir irgendwie nachgelassen. Finde ich natürlich nicht gut. Andererseits muss ich überlegen, warum ist das so? Ich kann jetzt natürlich sagen, ist nicht gut, aber ich muss überlegen, warum ist denn das nicht gut? Also, warum ist es nicht gut? Okay. Warum ist allgemein so ein Umstand eingetreten? Das meinte ich damit jetzt. War eine recht suboptimale Formulierung, gebe ich zu. So, jetzt fährt die Lokomotive los. Sehr schön, ich kann mal ein bisschen lauter stellen alles, ne? Wie voll ist denn der? 9,2. Nicht so perfekt. Da ist aber auch voll genug und nicht zu leer und überhaupt. Potenzial 258, das ist schon mal besser. Aber unser Potenzial auf der Linie ist nicht 258, sehe ich das richtig? Genau. Deswegen ist es noch Überproduktion. Okay, das ist da gar kein Problem, aber wir kriegen es gehandelt. So, das heißt, wir können erweitern. Rein theoretisch, wenn wir sagen, wir nehmen jetzt alles nach Kauf im Betrieb, was ich mache, nachdem ich den Zug hier abgegradet habe, den RE1. Oder RB2 heißt der, glaube ich, bei uns, ne? Ja, der heißt RB2 aus irgendeinem Grund. Nachdem ich das abgegradet habe, können wir auch Kaup in Betrieb nehmen. Aber davor nicht. So lange müssen wir uns aber mal angucken, wie es jetzt hier läuft. Und vielleicht kleine Investitionen vornehmen. Wie zum Beispiel in den Fernbus 2, wenn das nicht besser wird. Ich will jetzt nicht sagen, es wird schon besser, wenn man sieht. Aber es ist immer noch... Da könnte immer noch ein paar Busse drauf, ne? Wo ist denn der X-Bus? Aha, im Stau. So. Diese Straße gefällt mir gar nicht. Weil die macht diesen Block hier so klein. Ist er jetzt auch wieder dumm? Moment. Eine Sekunde, das haben wir gleich. So. Genau. Perfekt, so konnten wir das Haus stehen lassen, haben uns also kein Geld gekostet. Und hier ist hoffentlich der Stau mal weg, weil an der Stelle konnte ja immer nur ein bis zwei Autos maximal stehen. Das heißt, da konnte man ein oder hinfahren und erst wenn es losgefahren ist, konnte das nächste Auto von hinten aufrücken. Ich hoffe mal, dass es so besser geht. Warum ist nach vorne Stau? Das gleiche Prinzip. Das ist nicht gut. Wenn ich gut meine, ich eigentlich inakzeptabel. Wie teuer ist das abzureißen? 2,5, okay. Des Staus willen. Wir machen das schlau. Wir gehen zur ersten Straße hin. Und da kommt dann der LKW-Stand hin. Weil ich denke mal, über die Straße hier wollen nicht so viele Leute fahren. Das heißt, hier kann ich auch meinetwegen so einen kurzen Blockabschnitt machen. Aber der Vorteil daran ist halt, dass, so, da haben wir es wieder, jetzt hier der Blockabschnitt weg ist. Weil das ist die Hauptstraße. Hier wollen die ganzen Autos lang, wie man sieht. Ich meine, das ist ja ein... Früher hat es in Langburg hier mit Fernbussen gestaut. Jetzt staut sich hier mit Autos. Das ist... Die Frage ist, was ist schlechter? Antwort beides, weil es nicht gut ist. So, ich denke mal, jetzt wird sich nicht mal ganz so speziell arg stauen. Klar, bei den Linksabbiegern ist nur ein kleiner Delay drin, aber... Das ist jetzt nichts Schlimmes an sich. So, das sollte sich jetzt entspannen auf Dauer. Und ich meine, es ist kein Problem, wenn da ein bisschen Delay drin ist, weil hier Busse und Trams parken hier auch noch an Haltestellen. Das heißt, da kommt eben ein bisschen Verzögerung rein. So. Okay, wie entwickelt sich das? Der X-Bus, da muss jetzt erstmal ein Bus kommen. Und zwar Dalli Dalli. Die Tram fährt komplett leer. Aha. Okay, der X-Bus ist immer noch scheiße eingetaktet. Dabei bleibe ich drei hintereinander. Wo ist der vierte? Da. Eieieiei. Schrecklich. Freundlich gesagt. Aber ich denke mal, das tut sich nur mit der Zeit. Und da es halt über so eine Hauptstauroute fährt, quasi. Ich meine, hier ist dann auch die Tram an der Ecke. Das heißt, hier ist alles, was sein kann, ist an dieser Ecke. Was natürlich den Staufaktor in die Milliarden treibt.
Ist halt die perfekte, beste Stadtverbindung, wenn du von Mülheim weiter willst nach Arnstadt. Ja, genau, da fährst du halt so. Oder auch wenn du nach Altenberg willst. Also wenn du von Mülheim oder Holzgerling kommst und nach Arnstadt oder Altenberg oder noch weiter willst, fährst du durch Langenburg, und zwar genau über diese Straße. Und das ist ein Problem, logischerweise. Ich denke trotzdem, dass es ein schaffbares Problem ist. Ja? Davon gehe ich trotzdem noch aus. Ja? So negativ bin ich jetzt auch noch nicht drauf. In der Zwischenzeit gucken wir mal der Tram zu. Ja, füllt sich, langsam aber sicher. Ich meine, die muss ja nicht am Anfang, die muss ja nicht an der ersten Station schon voll sein. Reicht, wenn es jetzt zum Beispiel hier voll ist. Und ich glaube, hier wird sie voll, eindeutig. Das hier ist auf jeden Fall der letzte Scheiß, oder? Was haltet ihr davon? Und man kann es lassen, weil es halt so ein bisschen Kulturikone ist in Langenburg. Sinnvoll, finde ich trotzdem nicht. So, hat sich Stau mal ein bisschen erledigt. Es schaut so aus. Jetzt staut sich hier zwar, aber das ist das Tolle, da ich kann quasi zwei Busse hintereinander parken. Da ist die Möglichkeit offen für. Also, Fernbus 2 kommt, ist immer noch recht voll. Zum Glück kommt auch gerade zwei Fernbus 2. Und direkt, wo der nächste X-Bus kommt, fährt der weg. Das heißt, da können sie sich wieder hier richtig hinstauen. Es passt. Also, die Idee hier, das Terminal, es war eine gute Idee, das Terminal zu benutzen, sagen wir es so. Jedenfalls merke ich, dass ich gerade echt viel um den heißen Brei herumrede. Ich habe echt in der Folge noch nichts geschafft, außer einmal einen Zug zu ersetzen, aber ich rede viel. Ich bin gut, das ist der Sinn des Let's Players, weil ich meine, auf Schwierigkeit schwer passiert nun mal nicht so viel und ich habe keine Lust, die ganze Zeit auf Fast Forward zu spielen. Andererseits passiert doch irgendwie schon wieder viel. Insofern so. Ich glaube, Fernbusse dürfen jetzt genug ausgetaktet sein. Also ich würde jetzt nicht noch mehr draufpacken. Ja, der X-Bus muss ich... Der X-Bus, da ist es gerade kritisch. Aber man sieht, es ist nur noch auf 47. Das droppt runter, weil hier schon wieder 2, 3 kommen. Also jetzt kommen auch gerade sehr schnell viele blaue Busse im Stück. Gelbe Busse sind da auch ganz gut da. Es läuft. Ich denke mal, jetzt sollten diese Passagiermassen etwas gebändigt werden. Ich meine, es ist ja eigentlich ganz gut, wenn diese Passagiermassen herrschen. Denn mit jedem Bus kommen 13 Leute. Und die Tram, das ist interessant, da bringt ja nochmal 23 Leute an. Das heißt, man könnte sagen, ein Teil, wenn hier 13 Leute ankommen, aus Arnstadt, sind bestimmt davon ein paar Leute Umsteiger, die nach Altenberg wollen. Das heißt, die stemmen beim aus und gehen dann zum Gelben rüber. Das heißt, A pro Bus ist die Kapazität von den Leuten, die aus Langenburg quasi zusteigen können, viel geringer. Weil ja halt, war das gerade ein Musikleck? Ich spreche ja die Teststaffel. Weil halt ein Großteil der Leute... Ja, es ist Musikleck. Mein Spiel könnte abstürzen. Weil ein Großteil der Leute, wie gesagt, von Langenburg zur Schlacht Altenberg feiert und dann halt hier umsteigt. Ich mache die Musik auf Pause. Weil die Musik... Irgendwie, ich habe das Gefühl, wenn die Musik auf Pause ist, läuft es bei mir flüssiger manchmal. Ist rein subjektiv, das Gefühl. Und auch nicht bewiesen durch irgendwas, aber ist halt ein Gefühl. So, was ich meinte ist, also quasi, es sind viele Umsteiger und diese 23 Leute der Straßenbahn. Die Straßenbahn kommt häufig, müssen auch noch irgendwie in die Busse reingestopft werden. Ist halt eine sehr gute Leistung eigentlich. Für alle Leute, die nach Holzgerlingen wollen, kommen eigentlich, ist eigentlich der X-Bus. Das heißt, die Straßenbahn kommt wirklich, da sind wahrscheinlich 99% der Leute wirklich aus der Stadt Langenburg. Und alle Leute, die von hier nach Mülheim wollen, fahren mit dem X-Bus dann. Es ist schon eine Hausnummer, das hier alles zu regeln. Aber ganz ehrlich, solange es funktioniert, will ich mich nicht beschweren. Aktuell scheint es zu funktionieren. Man könnte ein bisschen mehr auf den Fernbus 1 packen. Okay. Aber das sind jetzt, das ist so, ist jetzt ja nicht ein großer Verlust an irgendwelchen Sachen. So, hier fährt der erste RB2, da fährt ein anderer RB2. Aber leer. Ist kritisch. Also nicht leer, aber halt zu leer. Sind die Städte nicht groß genug? Hapert es im ÖPNV oder was ist das Problem? Der ist voll. In Altenberg könnte man hier versuchen, mal die zweite Linie zu öffnen. In Kaup muss ich mir das mal genauer anschauen. Da bedarf es, glaube ich, einfach besserer Busse. Ich glaube, da bedarf es einfach besserer Busse. Upa, oh, falscher Reiter. Wie schaut das hiermit so aus in Kaup? So platztechnisch. Naja, sagen wir mal so mittelmäßig, ne? Ich könnte das so... Ein bisschen biegen und brechen könnte man das reinquetschen vielleicht. Gebe ich zu. Ist aber wahrscheinlich nicht gut. Besser wäre, so einen anderen Busstopp zu haben. Andererseits haben die dann wieder sehr wenig... Mal sehen, ob mein Spiel abstürzt. Weil es ein Mod. Und bei Mods... okay. Da stürzt mein Spiel nicht ab. Andererseits ist dies irgendwie bei mir nicht richtig geladen, der Mod, oder? Genau. Alles klar, kann wieder weg. Mods, die ich laden, brauche ich nicht. Also da kann der Mod im größten Teil nichts für. Ist aber trotzdem so, dass ich es nicht brauche. So wollte ich das eigentlich sagen. Ja. Gut. Die Terminals finde ich zu klein für Busse, um ehrlich zu sein. Obwohl, für Busse gehen sie sogar noch. Aber da, wo wir auf Gelenkbusse gehen, gehen sie nicht mehr.
Eieiei, also ich, eigentlich müsste mir schon so ein Terminal, irgendeine Idee eines Terminals hier einfallen lassen. Das ist sonst sehr kritisch. Was auch mal machen könnten, ist versuchen, noch in dem Jahr den Zug durchzuersetzen. Das heißt, ich werde mir gleich einen Kredit nehmen. Einen kleinen zumindest. Bin ich noch nicht mehr ganz schuldenfrei, aber komm, ja, tut mal nicht so. Dann wird hier mal gut. Danach wird ordentlich durchersetzt. Und dann nehme ich die Strecke nach Kaup in Betrieb, was Eisenbahn angeht. So, das heißt, hier sind unsere zwei Züge. Der dritte Zug, der geupdatet wird, der ist gerade folgendermaßen wo? Wo sind wir gerade? Da ist einer. Genau, der ist da. Genau, den will ich ja noch upgraden. Dann würde ich den letzten gerne verkaufen. Das ist der Plan der Sache, zumindest. Ob der Plan funktioniert, ist eine ganz andere Sache. Aber die Idee dahinter ist so, genau so. Wie schnell ist der? Ja. Über die schreitet die 90 auch nur langsam. So viel effizienter ist er, glaube ich, nicht. Aber ich kann mal gerade keinen Zug leisten, wenn die Züge nicht vollfahren und sie fahren nicht voll. Das heißt, wenn ich den hier upgrade, muss ich den nächsten rausschmeißen. Das ist so. Anders geht das jetzt wirklich nicht. Zumal man hier sieht, eindeutig, das kommt. Ja, jetzt hat der Zug aufgeholt. Mit aufgeholt meine ich, jetzt muss er bremsen. Da der Dampfzug nicht schnell genug auf dem Bahnhof raus ist. Dann kann ich den Dampfzug eindeutig herausschmeißen. Also komplett aus dem. Wie nennt man den? Sagt man das? Nennt man das jetzt Kader? Klingt halt komplett falsch, ist wahrscheinlich auch falsch. Ich nenne es halt trotzdem so. So, den Kauberzug ersetzen wir schon mal, sofort ersetzen, nicht genug Geld, ah, ist klar. Zack. Versuchen wir vielleicht mal 500 zurückzuzahlen. Wenn wir was hinkriegen würden, ja, kriegen wir hin, alles klar. 1 Million sind wir auf Schulden, das bedeutet, wie viel Zinsen haben wir gezahlt? 25.000. Ist schaffbar, nicht wahr? Ist schaffbar. So, der Zug, der wird nicht voll, sehe ich. Ist gar nicht gut. Die Getreide Ellingen könnte mal bessere Fahrzeuge benötigen. Wie alt sind denn die Fahrzeuge? 15 Jahre und 9 Jahre. Okay, vielleicht könnte es auch einfach nur mehr Fahrzeuge benötigen. Das könnte es eventuell auch tun. Gebe ich zu. Wie viel Geld hast du gerade gemacht? Okay. Na gut, lade dich aber mal voll zu. Wie voll wirst du? Sehr gut, voll. Voll ist immer gut. Am besten ist halt, wenn die Züge genau voll werden und ein paar Leute noch übrig sind. Dann bin ich am allerzufriedensten. Dann hat die Idee meistens geklappt. So, und jetzt müssen gerade die drei Dieselzüge wieder ordentlich eintakten. Weil Dieselzüge versuchen jetzt eigentlich nach dem Plan zu fahren, dass es noch 4 Züge gibt. Das heißt, sie versuchen diesen vierten Zug, den Dampfzug, den wir hier oben links gerade offen haben, halt mit einzubinden. Wenn ich den Dampfzug jetzt rausschicke, muss der Dieselzug also viel schneller fahren. Die anderen zwei müssen halt kurz warten, aber das ist jetzt typischer Eintakt. Das kriegen die im Transportfeld zum Glück hin. In anderen Spielen war das nicht so. Siehe Citizen Motion oder so. Da haben sie es, okay. Citizen Motion ist doch von einem Entwicklerstudio und überhaupt anders von der Idee her, aber trotzdem. Da haben sie es zwar probiert, aber nicht richtig hingekriegt einfach. Ja, weil da immer Stau war. Immer irgendein Problem war zum Beispiel. Also bei Citizen Motion das Problem zum Beispiel. So. Und wenn, wenn der Zug sich jetzt leer geladen hat, oder zumindest ab da, wo er aufhört, Leute auszuladen, schicken wir ihn direkt ins Depot. Ich gucke jetzt auf die Zahlen. Das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Wie Weg zum vermaledeiten Scheißdepot kann nicht gefunden werden. Du biegst hier rechts ab, merkst dann, dass das nicht geht. Ach so. Oh. Ah. Oh. Ja. Du biegst jetzt hier ab, merkst, dass das geht? Was? Hä? Kannst doch hier langfahren, dann kannst du da doch. Sag mal, was habe ich denn für ein Weichensystem gebaut? Das ist ja komplett inkompatibel mit allem. Ab ins Depot, aber Dalli. Schrecklich. Was habe ich denn da für einen Schwachsinn gebaut? Mal freundlich gesagt. So. Okay, Zug ist weg. Ich kann meine Mille zurückzahlen. Sehr gut, bin wieder mal schuldenfrei. Ich wollte das Spiel lauter stellen, fällt mir ein bei der Sekunde. So, damit haben wir die gesamte Eisenbahn durchersetzt. Haben wir jetzt 12 Millionen ausgegeben in den letzten Jahren. Man sieht ja neue Fahrzeuge. 7 Millionen, 6,5 Millionen, 7,25 Millionen. Die Züge wurden auch immer teurer. Klar, weil je älter die Dampfzüge werden, desto weniger wird deren Wert. Deswegen muss ich neue Züge halt blechen. Zum Glück haben sich auch unsere Einnahmen um 2 Millionen erhöht in den 2 Jahren da. Ist auch gut so. Ich meine, wir brauchen das auch, keine Frage. 7 Millionen im Jahr ist schon nett. Damit können wir arbeiten. So. Jetzt fährt der Zug weg und dann werde ich ihn auch verkaufen. Details, wir können mal ganz gucken, was ist der Zug noch wert. Ja, 1 Million ist ja noch wert, ne? Aber das ist auch nicht mehr so viel. Fakt ist, Zug 6, wie alt bist du? 22 Jahre. Die hast du gut gedient. Und jetzt tschüss. So.
Okay, das wäre es mit Zug 6. Hier rollt gerade Zug 2 ein. Zug 2 ist voll. Das hatten wir schon mal erwähnt. Genau, Zug 2 war der Zug, der in Ellingen warten musste, weil Zug 6 im Weg stand. Zug 2 ist voll, was wie gesagt schon sehr gut ist. Mal sehen, wie viel Geld er macht dadurch. 284.000 auf dem Zwischenstopp. Das ist sehr gut. Und da Zug 6 hier keine Leute mitgenommen hat, mehr eigentlich, wenn ich nicht geschlafen hätte, könnte er sich jetzt hier auch richtig vollladen. Das tut er sogar. Also nach Kaup wurden offenbar sehr viele Leute, was ich sehr gut finde. Aua, jetzt tut mein linkes Ohr weh. Was soll der Scheiß? Aua, was ist denn jetzt los? Krieg ich eine Mittelohrentzündung oder was? Du, das tut offenbar mein linkes Ohr weh. Naja, wir lassen es mal weiterlaufen. Ich schalte mal wieder ein bisschen leiser. Obwohl es eigentlich echt nicht laut ist. Also ich höre das gerade ähnlich laut wie ihr, nämlich nicht so laut. Ne? Immerhin sehen wir eine tolle Paralleleinfahrt, wo ich hätte ein Thumbnail machen können, hätte ich dran gedacht. Ich pfeife. Ich habe aber nicht dran gedacht. Ist halt so ein bisschen typisch ich, ne? Mist. Oh. Statt einer tollen Paralleleinfahrt sehen wir nun aber eine tolle Parallelvorbeifahrt, wo wir ein Thumbnail machen können. So. Perfekto. F12. Wie wär's denn, dass das Thumbnail auch gemacht wird, liebes Team? Dankeschön. So, und jetzt sehen wir hier nochmal den Güterzug, der nicht voll ist, durchrauschen. Das heißt, wir müssen hier mal ein bisschen upgraden. Vier Stück nehmen wir mal. Auf Getreide Ellingen, jawohl. So, und jetzt gehen wir zur nächsten Baustelle, über nämlich Holzgerlingen. Holzgerlingen, Brot, die Linie hier. Diese da, perfekt. Die wird einmal bitte mal ersetzt, und zwar nicht durch so einen Schwachsinn, sondern wir können mal ganz gucken, Rate von... Na, 95, Holzgerlinge an sich braucht. Ei. Okay, wir setzen die Holzgerlingebusse genau dadurch. Wir werden genau die Holzgerlingebusse dadurch ersetzen und durch nichts anderes. So. Akzeptiert's einfach. Scheiße. Was ist denn der Wert von den Viechern? Okay, also wir kosten 50.000 pro Bus ungefähr. 75%, ein, let's go. Alle sind zu alt, alle werden durchersetzt. Das ist schön zu sehen. Haben wir bald richtig neue Busse? Genau, der Bus ist jetzt neu, obwohl er alt ist. Also ihr versteht schon, wie ich es meine, sicherlich. Ist ein neuer, alter Gefährte. Oder so in die Richtung. Okay. Dann können wir weiter gucken. Mülheim müsste man auch mal sich angucken auf Dauer. Also der Fernbus. Und zwar nicht wegen der Ersetzungen, sondern eigentlich nur wegen der Kapazität. So, Holzgerling wird jetzt ersetzt. Das ist schön. Jetzt kommt die Fähre. Oh. Da weiß ich noch gar nicht, ob ich die weiter betreiben kann. Wie alt wären die Viecher? 50 Jahre, alles klar, hat noch Zeit. Gut, Ellingen Bus 1 ist voll in folgenden Maßen. Jetzt hätte ich gerne folgende Anzahl an Maßen, inwiefern der Bus voll ist. Hallo. Warum gibt mir denn keine solche Informationen? Guck mal, wie voll bist du? 3. Und du bist 11. Also ab da sind sie durchschnittlich voll. Da waren jetzt aber gerade in dem Fallbeispiel nur 2. 2 plus 3 ist nicht voll, sondern 5. Und 5 ungleich voll. Also, was ist das für ein Scheiß? Ich meine, gut, vielleicht sind Ellingen noch ein paar viele Busse unterwegs, das gebe ich zu. Aber also, der ist voll. Der ist voll. Na, Pirate ist noch richtig eng. Okay. Gucken wir uns das mal an. Wenn wir, am besten wäre es, ich meine, wir fahren hier über das Gewerbegebiet. Wohngebiet? Ich verstehe das Problem. Zumindest glaube ich es zu verstehen. Wir fahren mit dem Bus so, mit dem anderen Bus fahren wir so. Okay. Folgendes. Wir machen eine neue Linie, Ellingen Bus 2. Ich weiß, es ist damals schon mal nach hinten losgegangen, aber wir machen natürlich wieder orange, wie damals auch schon. Ellingen Bus 2, auch wenn ich damals, glaube, es war ein anderes orange, aber ist mir jetzt egal. So, fahren allerdings dann... Oh, jetzt muss ich... Wie wäre es, wenn ich eine Buslinie baue, dass ich die Haltestellen schon gebaut habe? Wäre doch mal ein netter Anfang. So, wir wollen hier dieses Gebiet stärken. Das heißt, das da wird unsere Endhaltestelle. Das heißt, davor wollen wir auf jeden Fall hier parken. Gut Deutsch hier. Und davor durchs Wohngebiet fahren. Denn diese Station hat eindeutig keinen guten Einflussradius. Bis hier kommen die Leute noch mit. Genau, dann hört es auf an der Stelle. Das heißt, das ganze Gebiet wird nicht mehr abgedeckt. Das kann diese Haltestelle ändern. Folglichermaßen halten wir dann auch an der Moch hier. Das ist logischerweise die Station am Hügel. Am Hügel. So. Das ist eine richtig schön idyllische Position. Die gefällt mir. Warte mal. Pardon. Musste sein. Wenn du sagst, oh, warte mal, wir sind schon längst bei der Folgenzeit. Warum warnt ihr mich denn auch nicht? Meine Güte. Pause. Wir speichern das Spiel. Und machen in der nächsten Folge weiter mit... Oh Gott. Mit dem Bus in Ellingen. Typische Marvin-Stoff-Plan hat. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Bis zur nächsten Folge. Habt noch eine wunderschöne Zeit. Dieses Mal vergesse ich das Auto nicht, obwohl es die erste Folge einer Aufnahmesession ist. Bis zur nächsten Folge. Habt noch eine schöne Zeit. Tschaußen.